Ich kann auch gerne ein Statement abgeben, dann habt ihr es alle und dann könnt ihr Fragen stellen. Ich war gerade im Amtshaus in der Amalingstraße und habe meine Unterstützungserklärung für meine Kandidatur unterzeichnet und haben mir jetzt einen Schluck kühles Wasser verdient. Sie teilen da jetzt Wasser aus. Es wirkt jetzt aber ein bisschen, als ob man pünktlich zum Start der Bundespräsidentenwahlkampf da vielleicht sich ein bisschen ein anderes Image aufbauen will. Sie waren zum Beispiel beim Wien-Wahlkampf auf einer Seidelrallye. Ist das für den Bundespräsidentenwahlkampf jetzt auch angedacht, dass Sie in 23 Bezirke wieder jeweils ein Bier trinken? Nein, nicht in 23 Bezirken, sondern in 9 Bundesländern. Und ich mache das Wasser, um meine Gegner zu verwirren. Weil jetzt kennen sie sich endgültig nicht mehr aus und jetzt wissen sie nicht mehr, was wir hinter uns sollen. Und wie gesagt, das ist auch ein bisschen der Wunsch, aus dieser Rolle auszubrechen. Den habe ich nicht nur in mir als möglicher Kandidat, sondern das habe ich in mir als Bürger, weil das althergebrachte, verkrustete, mit dem fange ich nichts mehr an und deswegen ein bisschen anecken schadet nicht. Du darfst dein Wasser haben. Wasser, du kriegst dein Wasser. Zum Händewaschen. Du kriegst dein Wasser, das ist nicht zum Händewaschen, das ist Stil. Mein neuer Bundespräsident ist es nicht. Das Wasser schmeckt aber gut, hydriert und ist gut für das heiße Wetter. Sau gut. Ja, du solltest sehr viel mehr trinken. Wer soll Bundespräsident werden bei euch? Dr. Dominik Vlasny. Kenne ich nicht, aber den schauen wir mal an. Marco Pogo. Den kenne ich schon wieder. Der sagt mir was. Und dieselbe Person. Sau gut, das gefällt mir. Wenn Sie in Österreich wohnen würden, würden Sie den Marco Pogo wählen? Na sicher. Warum? Was gefällt Ihnen an ihm? Sie haben gesagt, Sie kennen ihn. Na, der Bierbrunnen, der hat mir gut gefallen. Er hält seine Wahlversprechen, oder? Sagt man das so? Tut er, gell? Kann der öfter machen, darf auch da mal aufbauen, da ist nicht so weit. Warum sind Sie heute da? Was gefällt Ihnen am Herrn Pogo? Ich bin von ihm begeistert, sowohl ihn als Sänger, aber auch als Politiker. Ja, weil es einmal was anderes geben muss. Ja, weil die Politiker halten man immer mehr aus. Er will Bundespräsident werden und sammelt jetzt 6.000 Unterstützungen. Okay. Glauben Sie, schafft er das? Und wenn ja, trauen Sie ihm auch vielleicht ein bisschen was zu? Ganz ehrlich glaube ich nicht, dass er schaffen wird. Ich finde es gut, dass er es probiert. Aber ich wünsche ihm alles Gute. Ich hoffe, vielleicht ist es besser. Es kann eigentlich nur besser. Ist er besser. Es kann besser werden. Schlechter kann es eh nicht werden. Das ist auf gar keinen Fall. Ein Kommentar unter dem Video von Ihrer Antrittsrede schreibt jemand, wenn der Spaßpolitiker in 20 Minuten mehr sagt als die Politiker, die wir schon haben. Ärgert Sie da so ein Ausdruck Spaßpolitiker? Oder fühlen Sie sich da geschmeichelt? Ich glaube, es ist ein Hilfsausdruck. Die Leute brauchen Schubladen und da wäre ich gern reingesteckt. Ja. Ich glaube, die Bierpartei hat in den letzten Jahren gezeigt, dass man sehr viel vernünftige Sachen machen können. Das kann auch jeder nachlesen auf der Bierpartei-Seite, was so die Inhalte waren. Und deswegen bedient man sich vielleicht oftmals auch dem Begriff Spaßpolitiker, um mich besser einordnen zu können. Die Leute brauchen Schubladen, die Leute brauchen rechts, links, oben und zur Orientierung und da passe ich nicht eine und deswegen sind sie noch auf der Suche. In Wahrheit geht mir das nicht nahe, sondern ich trinke dann ein Seil und dann passt es wieder. Viele sagen, er macht das eher so zum Spaß und hat keine Erfahrung. Nein, macht er nicht. Ich habe ihm schon die Sendung, wie er war unterwegs, wegen Impfen und wegen denen habe ich mir zu, also er ist sehr intelligent. Würden Sie auch vielleicht ihn wählen? Nein, sicher nicht. Nein. Warum nicht? Nein, weil Van der Bellen einen guten Ruf hat, gut aufgetreten, viel Erfahrung hat, der internationale Erfahrung hat und eine Persönlichkeit, die mir imponiert. Und die Erfahrung und diese Persönlichkeit, die ist der Marco Pogo nicht? Meiner Meinung nach nein, ja. Was würden Sie besser als Alexander Van der Bellen machen? Viele sagen ja, das Amt des Bundespräsidenten, da gehört ja sehr viel Erfahrung dazu. Das bringen Sie vielleicht jetzt als Politiker nicht so mit. Was können Sie besser? Ja, das Amt des Bundespräsidenten bringt vor allem mal eins mit, ein Mann des Volkes zu sein. Und ich höre das auch oft, ja, so, oh Gott, er kennt den Politkomplex nicht. Den will gar nicht kennen. Also wenn ich mal die letzten Jahre angeschaut habe, wenn das der Politkomplex ist, ja, dann bin ich relativ froh, dass ich da als frisch Gefangener reingehe und sage, okay, ich kenne manche zur Gewohnheit gewordene Abstrusitäten nicht. Aber ich glaube, das ist auch notwendig, dass man das ein bisschen aufbricht und da bin ich ganz froh drüber, ja.